Hallo, liebe Deutschlerner. Heute möchte ich mit euch über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und ich bin gespannt, was du denkst. Ich bin mir ehrlich gesagt selber nicht sicher, was ich darüber denke. Und zwar war folgende Diskussion in unserer Facebook-Gruppe. Es ging darum, also jemand hat einen Kommentar geschrieben, in dem er meint, ach, die meisten Menschen, die reflektieren nicht, die meisten Menschen, die denken nicht groß nach, ja, die meisten Menschen versuchen sich nicht zu verbessern und so weiter. Und da dachte ich, naja, ist das unbedingt wahr? Ja, ist das wirklich so, dass die meisten Menschen nicht viel reflektieren? Ja, oder machen sich andere Menschen vielleicht genauso viele Gedanken über das Leben und so weiter wie wir? Ja, wenn du meine Videos schaust, dann nehme ich an, dass du auch ein bisschen an persönlicher Entwicklung interessiert bist. Ja, persönliche Entwicklung. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und etwas, was mich sehr begeistert und hoffentlich dich auch sehr begeistert. Ja, es geht darum, sich selbst zu verbessern. Es geht darum, zu reflektieren. Okay, wer bin ich? Ja, was kann ich besser machen? Was sind meine Fähigkeiten? Ja, wo bin ich vielleicht nicht so gut? Ja, und wie kann ich mein Leben optimieren? Ja, das sind sehr spannende Themen. Meiner Meinung nach denken wir oft, ach, ich verbessere mein Leben. Ich reflektiere. Aber alle anderen sind nur Schafe, die einfach blind all dem folgen, was sie gelernt haben. Ja, ich schaue über den Tellerrand. Ja, ich schaue über den Tellerrand. Ja, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ja, ich schaue über den Horizont hinaus. Ja, und alle anderen, die sind nur Schafe und die machen einfach nur das, was die Gesellschaft von ihnen will. Ja, sie machen nur das, was die Gesellschaft von ihnen will. Da denke ich mir so, naja, vielleicht denken wir das noch, vielleicht ist jeder Mensch so. Ja, also das denke ich mir, dass jeder Mensch oder fast jeder Mensch, vielleicht bestimmt nicht alle, aber dass vielleicht 90% aller Menschen wirklich daran interessiert sind, ihr Leben zu verbessern, zu reflektieren, zu überlegen. Aber wir sehen das den Menschen ja nicht unbedingt an. Ja? Wenn wir jemanden sehen auf der Straße, ja, da können wir doch nicht wissen, ob dieser Mensch Gary Vaynerchuk sieht oder Tim Ferriss oder Lewis House und so weiter, ja, all diese Namen oder ob die was für Bücher die lesen, ja. Vielleicht lesen die auch sehr viele Bücher über persönliche Entwicklung oder schreiben vielleicht viel Tagebuch und versuchen in ihrem Tagebuch zu reflektieren oder sie meditieren, ja. Das weiß man nicht, wenn man den Menschen einfach nur sieht. Und deshalb denke ich, dass wir gar nicht so große Annahmen machen können, wie viel andere Menschen um uns herum reflektieren und wie sehr diese Menschen versuchen herauszubrechen aus dem, was die Gesellschaft ihnen vorgibt. Denn ich denke, gerade zur heutigen Zeit, ja, gerade in dieser Zeit des Internets, haben wir alle die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Und viele tun das auch. Und deswegen leben wir jetzt in einer Gesellschaft, wo alle Menschen mehr Freiheit haben. Ja, sie müssen nicht mehr nach einem bestimmten Schema leben. Ja, früher war das vielleicht so, okay, du wirst geboren, du gehst in den Kindergarten, du gehst in die Schule, dann lernst du einen Beruf, entweder in der Universität oder du machst eine Lehre oder du hast einen anderen Einstieg in einen Job, ja, und dann machst du deinen Job und den Job machst du dann, bis du alt bist, ja, du ackerst und ackerst, dann machst du diesen Job und irgendwann gehst du in Rente und dann bist du in Rente und du lehnst dich zurück, du machst den ganzen Tag vielleicht gar nichts wirklich und dann stirbst du und das war's. Ja,
so war es früher. Aber heutzutage können wir unser Leben doch ganz, ganz anders leben. Ja? Wir finden Jobs oder wir haben eine höhere Chance, Jobs zu finden, die uns wirklich interessieren, die uns erfüllen, ja, und die uns Spaß machen. Und ich denke, dass viele Leute dies nutzen. Ja, viele Leute leben ihr Leben eben nicht nach einem bestimmten Schema, sondern sie verfolgen ihre Ziele, ihre Träume. Aber das sehen wir den Menschen nicht an. Und ja, deswegen überlege ich, deswegen frage ich auch dich, was denkst du? Ja? Die Leute um dich herum, reflektieren die genauso wie du? Oder denkst du, ach, das sind alles Schafe? Ja, das sind alles nur Schafe, die einfach nur folgen. Und die glauben alles, was die Werbung ihnen sagt. Und die sind noch in der Matrix, sozusagen. Vielleicht nicht, ja, vielleicht nicht. Vielleicht sind wirklich 90% aller Menschen sehr reflektierend. Ja. Vielleicht reflektieren 90% aller Menschen sehr viel und sie denken vielleicht viel nach, sie lesen viel. Ja. Du bist nicht der Einzige. Und ich glaube, ich habe das lange Zeit gedacht, ja, wenn ich so zurückblicke. Ja. So als ich Teenager war, ja, und dann vielleicht Anfang 20. Ja. Da habe ich, glaube ich, gedacht, so, ach, ich bin besser. Ja. Ich bin jemand, der anders ist, ja, und ich mache was aus mir selbst und alle anderen, die interessieren sich doch für gar nichts Wichtiges, ja, die leben einfach nur ihr Leben, sie schauen die ganze Zeit fern, sie beschäftigen sich nicht mit anderen Meinungen, anderen Kulturen, anderen Sichtweisen und so weiter, na, sie sind total in ihrer Welt und brechen eigentlich aus. Vielleicht, ja. Und ich glaube, damals war das sehr arrogant von mir, ja. Vielleicht ist es arrogant zu denken, ach, ich beschäftige mich mit persönlicher Entwicklung und alle anderen sind nur Schafe. Nein, vielleicht nicht. Vielleicht ist das überhaupt nicht der Fall. Na, was denkst du? Ich bin gespannt, was du denkst. Ich hoffe, du konntest alles einigermaßen verstehen. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und dann rede ich auch manchmal ein bisschen schneller. Deswegen hoffe ich, dass du das meiste verstehen konntest. Ich habe mich manchmal wiederholt und wenn du nicht alles verstanden hast, dann schau dieses Video noch einmal an und du kannst auch die Geschwindigkeit bei YouTube-Videos ändern, ja, denke daran. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!